Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Driver Parallel Alliance auf dem Konf-Kanal. Ja, meine letzte Aufnahmesession ist ein bisschen her. Ein kleines bisschen hat sie auch getan, wenn ihr mal oben rechts schaut. 150 Leben. Ich habe mal die Mühe gemacht und mir die 10 Sterne zurecht gesammelt. Das ist also die meisten Sterne eigentlich alle waren wirklich durch Stunts nur zu erreichen, durch irgendwelche Sprünge und so. Was haben wir denn hier? Einen GT-Wagen. Cerano GT ist so was Schnelles. Okay, das passt sogar ganz gut, weil ich habe mir einfach mal vorgenommen, die Mission zu machen, welche ja am nächsten an meinem Spawnpunkt ja am Haus dran war, und das ist, wie es der Zufall so will, das Rosalita-Rennen. Wollte ich eigentlich bis zum Schluss aufheben, aber gut, wenn wir schon mal hier sind, schauen wir uns mal an, was uns erwartet. Hey Kleiner, du wirst für mich bei einem Straßenrennen mitfahren, das Bekannte von mir jedes Jahr veranstalten. Es geht um Rosalita, mein wunderschönes Auto. Ich mach mir aber keinen Kopf, weil du wirst sie für mich zurückgewinnen. Wir treffen uns am World Fair Park an der Startlinie. Aber komm bloß nicht mit irgendeiner Schrottkarre, du musst gewinnen. Ja, holen wir doch das Auto zurück. Passt doch, dass wir gerade so einen GT gefunden haben. Die sind auch recht fix. Komm in einem angepassten Auto oder Motorrad, fahr um die Wette zu Rosalita. Bring Rosalita zurück und fahr das Auto dabei eher am besten nicht zu Schrott. So. Auto Hammer. Ist doch hoffentlich was Schnelles. Ist ja jetzt nicht schlecht, wenn wir das Rennen gleich gewinnen könnten. So, mittlerweile sind auch 6 Parts hochgeladen. 2 sind veröffentlicht. Ein angepasstes Auto oder Motorrad. Was ist denn ein angepasstes Auto oder Motorrad? Muss ich erst... Heißt das getuned oder wie? Weil da muss ich erst ein Auto tunen, okay, dann machen wir wohl doch erst die Mission hier unten, weil wenn wir da schon mal dran vorbeifahren, oder? Ja, machen wir doch erst die Mission hier unten, die grüne Männer. Ja, schauen wir uns das nochmal an. Ich bin's. Wir brauchen einen Gefangenentransporter, um Candy rauszuholen. Wart in der Nähe von Rikers und schnapp dir einen der abfahrenden Wagen. Tu, was nötig ist, aber mach die Karre nicht kaputt. Danach bringst du den Transporter in die Werkstatt, wo er startklar gemacht wird. Stell dich auf Ärger ein. Gut, die grünen Männer klauen den Gefangenentransporter, zerstöre ihn nicht. Ja. Das ist eindeutig. Gut, obwohl der Wagen hier ist eigentlich ganz schick. Vielleicht können wir den ja trotzdem da oben schon mal in die Werkstatt rein. Gehen wir weg hier. In die Werkstatt reinfahren, damit er quasi für uns gespeichert ist, dass wir nicht nochmal irgendwie einen schnellen suchen müssen oder so. Und dann das Rennen dann eben im nächsten Part oder nach der Mission mit dem Gefangenentransporter, je nachdem wie lange das dauert. Ah, dann haben wir da schon mal einen schönen Wagen. Ah, geh weg. Ja, was ich sagen wollte, 2 Parts mittlerweile veröffentlicht, 6 hochgeladen. In den ersten beiden Parts gab es, wie ihr vermutlich mittlerweile schon bekommen habt, wieder Qualitätseinbußen beim Ton, weil wieder Lieder rausgeschnitten werden mussten. Tut mir leid, aber ja, ihr kennt das Spiel ja aus Getting Up etc. bla bla. Kann leider nichts dafür, oder kann Gott sei Dank nichts dafür. Nicht, dass das dann noch meine Schuld ist. Jetzt hat das auch noch einen Verhandlungsstatus, das ist nicht so cool. Aber ich glaube, in Part 3 oder 2 haben wir dann den Ton des Radios ein bisschen leiser gedreht, weil danach wurde nicht mal irgendwie mehr gemeckert. In Part 1 wurden irgendwie gleich 4 Lieder angemarkert. Hier, Bubu, Böse. Aber in Part 2 war es dann ein Lied, aber danach überhaupt nicht mehr. Von denke ich, naja, von daher denke ich mal, dass wir jetzt hier eine ganz gute Lautstärke gefunden haben, damit wir immerhin noch Musik haben, die aber nicht so laut ist, dass die GEMA hier irgendwie einschreitet. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit, besonders bei meinem Gerede dann noch dazu, inwieweit man das, die Musik noch hört. Ich muss doch jetzt hier bloß über die... Ne, ich muss umdrehen, wenn ich zur Autowerkstatt will. Will der mich jetzt rausziehen oder was? Aber ab, du. So, ah, ich hätte mir das ja vielleicht schon mal früher grob angucken sollen, was man da machen muss. Da hätte ich das mit dem Autotür früher gewusst. Aber ein angepasstes Fahrzeug, Alter. Wenn damit nicht Tune gemeint ist, dann... Hoppa, dann weiß ich auch nicht. Dann hätten sie doch gleich Tune-Wagen schreiben können. Ah, das wäre auch zu einfach gewesen. So, geht mal hier weg. Ich möchte mal noch durch, bevor die Polizei da kommt.
So, ja, hier ist noch geradeaus. So, hier ist keine Polizei, dann können wir auch ein bisschen Fußgängerweg fahren, dann stört das ja keinen. Und dann schauen wir mal, was es erstmal kosten wird, die Karre wieder zu reparieren. Dann muss ich die getunte Karre dann auch, wenn es soweit ist mit der Mission, noch heil darunter kriegen. Oder zumindest möglichst viel Schaden an der Karre zu verrichten. Wir haben ja bisher auch noch nicht so viel Geld verdient. Wir sind bei 850, genau, $850. Wir haben die ganze Mission jetzt überhaupt kein Geld bekommen. Wir haben quasi immer für lau gearbeitet hier. Nein, Autorin möchte ich nicht. Ich möchte in die Autowerkstatt. Lädt. Rustrail-Fahrzeug dieser Art. Ja, und genau das habe ich nicht, aber eins dieser Art, aber ich behalte einfach mal das hier. Ja gut, Schaden, es fehlt ein halber Punkt, das ist nicht so schlimm, Fahndung. Ich glaube, ich habe mal mit einem leicht gefahndeten Magen irgendwie so einer, bin ich mal einer Polizei begegnet, die haben mich nicht gleich verfolgt. Oder hatte ich doch vorher schon GT gehabt, da wenn ich mir die Stats mal links anguckt, Gerano. Keine Ahnung, aber egal, wir haben jetzt den. Wir haben den jetzt getauscht quasi und da müssen wir jetzt durch. Ersatzteile, Leistungssteigerung, Motor, Stufe 1. Das Zeug ist beschädigt, du musst es erst reparieren. Reparieren für $50, na, das geht ja mal noch. So, nein, Munition möchte ich nicht kaufen. Ersatzteile. Leistungssteigerung, Motor, Stufe 1, kostet 200. Na, das ist auch noch okay. Was kostet Stufe 2? 500. Ah, was haben wir denn noch? Aufhängen und Bremsen. Einschleppbare Feder, einschleppbare Stoßdämpfer. Wie... Das ist ja ganz schön viel, was man hier machen kann. Kugelsichere Scheiben, getönte Scheiben. Was kosten die kugelsichere Scheiben? 300. Neu lackieren. Haube. Wow, sieht das beschissen aus. Vielleicht heben wir uns das irgendwann mal auf, bis wir eine Special Lackierung haben. Auch gut, ich gehe nochmal in die Leistungssteigerung, hol mir Motor 2. Das kostet in Stufe 3000, okay. Ah, jetzt haben wir bei Motor fast volle Leistung. Und ich laue das Fahrzeug erstmal ein. Ah, hab das jetzt aber trotzdem, okay. Ich habe jetzt quasi bloß das Fahrzeug gespeichert. Ich würde das trotzdem gerne hier stehen lassen irgendwie, damit ich das mir die für die Rennmission dann aufheben kann. Ja, einlagern, ja. Müsste ich jetzt nicht eigentlich ohne Fahrzeug rauskommen? Ich lasse dich einfach mal hier stehen. Du wirst ja schon nicht wegrennen. Für die grüne Männermission, vielleicht tut's dieser Cerano GT auch. Der hat zwar jetzt nicht dieses Motor-Upgrade, aber... Wir müssen ja eh relativ schnell in einen Geldtransporter umsteigen. Und wir sind schon bei über 8 Minuten, haben quasi nichts geschafft. Sehr schön. Aber das K in Config-Kanal steht ja auch zumindest eins davon für Qualität. So, jetzt rutscht mich alle zur Seite. Ich muss wieder darüber. Wenn man auf Radar guckt, rechts da in diesem kleinen Rondell schon wieder zwei Polizeiwagen unterwegs, also irgendwie fahren die da immer rum. Einer ist da mindestens immer. Keine Ahnung warum. Gibt's da was Besonderes? Ist da vielleicht irgendwie Knast, Gefängnis? Keine Ahnung. So, durch den Busch können wir auffahren. Und den Taxi können wir noch reinfahren, wunderbar. Das ist schon wieder dieser... aus GTA San Andreas, dürfte das Lied sein, was gerade läuft. Ich weiß nicht, ob ihr es hört oder jemals hören werdet. So, im Busch fahren ist die Polizei uns nicht sieht, ja. Ganz getarnt. Hier wird wahrscheinlich dann dieses Gefängnis sein, ne? Wenn wir hier einen Gefangenentransport abfangen müssen. Na gut. Die grüne Männer. Mit Polizeieskorte hier. Ich muss den Transporter kriegen. Stopp den Gefangenentransporter, ja, und dabei am besten nicht kaputt machen. Mal schauen, was die so davon halten, wenn wir uns einfach mal den Weg stellen und den Weg blockieren. Ob die das irgendwie nicht so zuckt, nicht so juckt oder ob die das überhaupt nicht so cool finden. Also verrückt wie die hier fahren.
Meine Güte, wie fahren denn die? Werden die das bestimmt nicht so cool finden, wenn wir uns da den Weg stellen? Ich glaube, das wird die ja nicht interessieren. Auch wenn wir den Fußgänger überfahren, interessiert die halt überhaupt nicht. Und wir werden angegriffen. Jesus, die haben verdammt viel Hardware. Okay. Gut, Polizei bleibt stehen und der gefangene Transporter ist weitergefahren. Der fährt sich jetzt natürlich richtig schön zu Schrott hier noch. Wunderbar. Und nach hinten raus schießen sie auch noch. Ja, komm. Na? Schießt doch mal einen von denen. Oh, Auto brennt. Nicht so cool. Neues Auto, ich habe nicht mehr viel Life, ich habe über 100 Leben verloren. Jetzt hätten wir jetzt das theoretischen Reif. Wenn wir jetzt das Upgrade nicht, dann wären wir jetzt schon tot. Hätte ich die Sterne nicht gesammelt. Okay, wird schon etwas fordernder hier. Vielleicht ja steigt er jetzt schon der Schwierigkeitsgrad des Spiels. Bisschen. Okay, ich bin safe halt hinter mir, aber verfolgt mich nicht, doch nicht schießen. Doch vielleicht kein schlechter Schwierigkeitsgrad des Spiel und das Auto ist mega am Arsch und brennt schon wieder und ich bin gleich tot. Und tot. Okay, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Neustart. Ja. Ich muss den Transporter kriegen. Okay. Gut, wenigstens starten wir mal gleich hier mit vollem Leben mit unserer Karre wieder. Von daher probieren wir es einfach mal. Das ist ja nun schön angenehm. Ich möchte erstmal eigentlich das Ziel wechseln auf den Transporter. So. Schauen wir mal. Wir werden angegriffen. Jesus, die haben verdammt viel Hardware. What the fuck, was geht denn mit dem? Ach du Heilige. Was geht denn mit dem da vorne? Sind schon wieder gleich tot. Okay, 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 das läuft nicht so cool. Ja, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, tot. Okay, das ist nicht einfach. Die schießen einen ganz schön alle runter. Ich muss den Transporter kriegen. Irgendwas müssen wir uns da jetzt einfallen lassen. Aber mehr wie schießen und so geht doch nicht, ne? Ich möchte mal die Waffe wechseln. Habe ich meine Uzi nicht, die habe ich doch mal aufgehoben. Ich würde versuchen irgendwie, na gut, wenn ich dem Transporter mit Platten schieße, ist das ja auch nicht so ideal, aber ich müsste irgendwie versuchen den Fahrer zu erschießen oder so, aber steck doch mal ein! Mal sehen, wie sie dich macht. Hä? Ach so, ich hab das instant geschafft, wenn ich da einsteig. In 2 Tagen wäre ich draußen gewesen und jetzt das! Job erledigt, du hast den gefallenen Transporter. Okay, ich dachte, es wäre jetzt noch ein bisschen. Gab aber wieder kein Geld, hä? Meine Güte. 100 Dollar haben wir noch gehabt. Wieder kein Geld, Schweinerei. Okay, ich habe mir das jetzt ein bisschen problematischer vorgestellt, dass wir dann auch noch alleine flüchten müssen, weil ich hatte nicht mehr viel Life. Der Transporter war ziemlich im Arsch, aber ich denke, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu hart gewesen. Von daher hat uns das Spiel einfach mal die Flucht abgenommen. Ja, sehr nett. Eine neue Mission haben wir auch schon bekommen. So, hier haben wir noch unser Autorennen. Da können wir uns ja mal im nächsten Part drum kümmern. Mit dem Rücken zur Wand. Luftpost ist neu, mit dem Rücken zur Wand hatten wir schon, aber gut, das ist alles hier drüben, da muss ich erst ganz darüber fahren. Von daher, im nächsten Part gibt es dann das Rosalita-Rennen.
schnappen uns wieder unseren Wagen hier. So, Leben haben wir auch wieder aufgefüllt bekommen nach der Mission. Ich möchte Fahrzeugauswahl. Mein Muscle Car. Nein, das nicht. Ich bin nicht hereingefahren. Steht das jetzt noch hier draußen oder wie ist das? Oder wenn ich das nicht in die Garage reinfahre, ist das dann automatisch weg? Habe ich jetzt das Geld quasi umsonst ausgegeben? Aber ich wusste doch nicht, wie ich das einfach ab der Garage verlassen gemacht. Umziehen. Fahrzeug, also Startfahrzeug. Du bist nicht hereingefahren. Serienfahrzeug. Okay, den Prison Van haben wir jetzt in unserer Garage hier. Muscle Car. Ist nur das. Steuerkreuz. Links, rechts wechseln. Passiert nichts. Ach doch, da oben Serrano. Ich muss dann bloß bestätigen. Ah, gut, hier ist er ja. Alles klar, Problem gelöst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.